Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Date Night Make-up Tutorial. Und zwar habe ich eine super süße Kooperation mit Galore und die Möglichkeit, diese Süßprodukte zu testen. Natürlich mit euch zusammen. Und zwar geht es um diese neuen Make-up-Produkte. Das sind die La Petite Robe Noire. Diese Make-up-Produkte sind angelehnt an das schon bestehende Parfum von Galore. Das kennt ihr mit Sicherheit. Kleines Schwarzes. Das erinnert mich immer an ein Date, ein Abendessen. Ein Dinner, ein... Ihr wisst, was ich meine. Das Schöne ist halt, dass die nach diesem Parfum riechen. Also es ist so gut, aber ihr werdet gleich alles genau sehen, wie ich das auftrage und so weiter. Ich hoffe, dass es euch gefällt und viel Spaß dabei. Ich werde jetzt als allererstes diese wunderhübsche Base hier benutzen. Ich finde es so schön. Ich dachte, selbst wenn ich damit nicht klarkomme, werde ich es mir einfach irgendwo hinstellen. Aber ich komme sehr gut damit klar. Es ist halt geil für mich, wieder Feuchtigkeitsspenden verweinert ein bisschen das Hautbild. Und hat halt sehr schöne Schimmerpartikel mit drin. Also natürlich vorher eine Tagespflege auftragen. Das ist kein Ersatz. Aber die kommt jetzt einfach nochmal oben drüber. Danach benutze ich die Terracotta Joli Teint Foundation. Und zwar ist es die Farbe Claire Light. Die Foundation hat so eine mittlere bis gute Deckkraft. Also ich habe jetzt nochmal so einen kleinen Touch noch mit drauf gegeben. Einfach weil es ein Date-Night-Make-up ist. Da kann man ja gerne schon mal ein bisschen mehr auftragen. Als nächstes benutze ich dieses wunderschöne Puder hier. Das ist das Terracotta Joli Teint Duo Powder. Nee, Powder Duo. Und zwar ist das hier die Farbe 02 Natural Blondes. Und damit gebe ich jetzt einfach ein bisschen Farbe ins Gesicht. Konturiere damit so ein bisschen. Also mache ich quasi so eine 3 hier ums Gesicht. Zu einem Date-Look gehört natürlich auf jeden Fall Rouge und ich liebe Rouge und ich mag pinkes Rouge, auch etwas, was ein bisschen auffälliger ist. Und deshalb habe ich jetzt hier Pink Me Up, so heißt die Farbe hier von dem Rouge von Galore. Und davon gebe ich jetzt einfach ein bisschen was auf meine Wangenpartie. Und ziehe es etwas mit hoch. Die Farbe hier ist auch komplett matt, also macht euch keine Sorgen, dass das nachher zu viel sein könnte. Und als nächstes kommen wir zum Lidschatten. Und dafür werde ich jetzt diese Palette hier benutzen. Als erstes benutze ich aber wie immer einen Bronzer, damit der Übergang nachher einfach schöner ist. Ich ziehe ihn aber so nach außen weg, wie ihr es hier sehen könnt. Danach nehmt ihr euch ein Rouge oder irgendein rosanen Lidschatten und macht genau das gleiche, auch immer schön nach außen wegziehen. Und die gleiche Kombination mache ich dann noch am unteren Wimpernkranz. Kommen wir nun zur Palette. Hier nutze ich als allererstes diesen Ton hier. Und der Ton kommt ebenfalls in die Lidfalte, aber lasst hier die Ecke aus. Also hier rum und hoch, genauso wie hier vorne. Als letztes kommt jetzt diese Farbe hier, die dunkelste. Und mit der Farbe gebe ich jetzt noch mal ein bisschen Tiefe rein. Macht euch keine Sorgen, wenn es noch nicht so ganz gut verblendet ist, hier rüber, denn das werden wir gleich mit einer anderen Farbe noch beheben. Und ihr seht, die Farben schimmern einfach sehr, sehr schön. Also echt perfekt für die Nacht. Die dunkelste Farbe werde ich jetzt auch noch mal hier unten verwenden. Die ziehe ich allerdings nicht bis ganz nach vorne, weil ich finde, dass das die Augen einfach zu sehr verkleinert. Als nächstes benutze ich jetzt diesen tollen Roséton hier. Den Ton trage ich jetzt hier auf mein bewegliches Lid auf und gehe an meiner Lidfalte entlang. Dann nehme ich jetzt nochmal den Pinsel mit der dunklen Farbe, die noch dran ist, und verblende das nochmal ein bisschen. Jetzt nutze ich noch einmal die hellste Farbe hier und die gebe ich noch in den Augeninnenwinkel. Darauf kann ich einfach nicht verzichten.
Und für das allerletzte Highlight werde ich jetzt noch den Long Lasting Eye Pencil von Galar benutzen. Der hat zwei Seiten, einmal die Stiftseite und einmal so ein kleines Schwämmchen, um es zu verblenden. Und damit gehe ich jetzt einmal an meinem Wimpernkranz entlang. Das muss auch nicht so ordentlich sein, da wir es so oder so verblenden. Also kreieren wir damit noch so einen Smoky Eyeliner als Abschluss. Könnt auch gerne noch mal am unteren Wimpernkranz entlang gehen, aber wirklich nur ganz leicht. Ich gehe jetzt auch noch mal mit der rosanen Farbe einmal hier unter den Lidstrich, um den so ein bisschen zu verschärfen. Als allerletztes fehlt natürlich noch Mascara und dafür habe ich diese Mascara hier. Die ist so gut. So sieht das Bürstchen aus. Ich benutze sie seit Tagen nur noch. Also ist genau mein Ding. Vorher benutze ich natürlich wie immer noch eine Wimpernzange. Und dann tusche ich meine Wimpern auch wirklich recht kräftig. Ihr könnt da ruhig drei Lagen auftragen. Kurze Anmerkung, dieses Long Lasting von dem Eyeliner hält auf jeden Fall, was es verspricht. Es geht nicht ab. Also, da muss man schon ordentlich dran, eigentlich geht es gar nicht ab. Also hier auf jeden Fall schon mal wieder fetter Pluspunkt. Kommen wir nun als allerletztes zum Lippenstift. Und hier konnte ich mich nicht so ganz entscheiden zwischen zwei Farben. Also es gibt unendlich viele Farben von diesen Lippenstiften, die ich euch jetzt mal vorstelle. Was ich halt so süß finde, ist, dass es total angelehnt ist an das Parfüm. Das ist dieses hier. Also, wie ihr seht, der Verschluss ist halt genauso dieses umgedrehte Herz. Das ist aber nicht alles. Das riecht auch so. Also ich habe ihn schon ein paar Mal aufgetragen. Du riechst es. Und es schmeckt sogar so leicht süßlich. Also es ist überhaupt nicht unangenehm. Ich bin ja so ein Geruchsmensch und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Lippenstift, weil der so nah an der Nase ist, halt einfach gut riecht. Und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Ich dachte dann jetzt halt erst, dass ich was Knalliges nehme, so wie diesen hier. Der heißt Red Heel. Aber ich glaube, ich werde doch wieder zu sowas Glossy Nude-mäßigem greifen, weil das Augen-Make-up ja schon relativ stark ist und wir wollen es ja mal doch nicht übertreiben, ne? Also benutze ich jetzt diese Farbe hier, die Farbe heißt My First Lipstick. Aber das Schöne ist, ihr könnt entweder nur eine Schicht drauf machen. So, dann habt ihr es ganz natürlich. Oder ihr könnt eine zweite Schicht drauf machen. Dann seht ihr, ist es schon mal ein bisschen extremer. Oder ihr macht sogar eine dritte Schicht drauf. Also es ist halt so ganz euch überlassen. Der ist halt aufbaubar. Und das ist bei allen Farben das Gleiche. Wenn ihr zum Beispiel auch den roten nutzt, dann könnt ihr entweder so ein leichtes, rötliches, eigenes Lipprot kreieren oder ihr macht halt noch eine Schicht drüber und könnt so dann halt einfach zu einer, weiß ich nicht, zu einem Brunch-Date oder so gehen. Und wenn ihr eine dritte Schicht drüber macht, dann könnt ihr halt wirklich, das ist ein Abend-Make-up dann schon fast. Also ist es ganz euch überlassen. Wem das jetzt allerdings hier wirklich zu natürlich ist, für den habe ich jetzt auch noch ein Produkt, was ihr drüber geben könnt. Und zwar habe ich hier noch den Black Perfecto. Der sieht auch genau so aus. Und der zaubert euch einfach nochmal so einen Smoky Finish über die Lippen. Das könnt ihr natürlich über jeden Lippenstift, über jede Farbe drüber geben. Und könnt damit einfach nochmal so einen Knaller-Effekt bringen. Also, ich zeig's euch. Der kommt jetzt auch nochmal hier drüber. Durch die transparente Hülle vom Lippenstift könnt ihr die Farbe auch immer sofort sehen. Je mehr ich jetzt davon drauf gebe, desto stärker ist natürlich der Effekt. Und es verändert einfach jetzt die Lippenstiftfarbe. Also kein riesen krasser Unterschied, aber ich finde, es gibt nochmal so einen kleinen mehr Abendlook-Tick dazu. Ich finde nämlich auch, dass dieser Lippenstift besser zu meinem Nagellack passt, weil der ist nämlich pink und heißt auch Pink Bottom. Und hier ist es genau das Gleiche, das will ich euch auch noch kurz erzählen. Wenn ihr diesen Nagellack aufgetragen habt und dieser Nagellack getrocknet ist, es ist so angenehm, dass er einfach riecht. Er stinkt nicht nach Nagellack, nachdem er getrocknet ist. Es ist so angenehm. Normalerweise bin ich immer so jemand, der sich direkt die Hände waschen muss. Aber hier braucht ihr es nicht. Macht es am besten auch nicht, weil er einfach mega geil riecht. Und den gibt es natürlich noch in 7 anderen Farben. Also insgesamt gibt es 8 Farben. So Leute,
Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass euch der Look gefällt und dass euch die Produkte vielleicht gefallen und ihr sie vielleicht auch ausprobieren wollt. Ebenfalls könnt ihr natürlich auch den YouTube-Channel von Girla abonnieren. Die haben nämlich auch einen mit super süßen Videos. Ich finde dieses Konzept einfach so toll. Aber es gibt natürlich noch etwas Tolles für euch zu gewinnen, denn ich möchte euch mit so einer Kooperation natürlich auch noch was Gutes tun. Und zwar gibt es 3 von diesen süßen Paketen hier zu gewinnen mit genau den Produkten, die ich gerade verwendet habe. Das Einzige, was ihr dafür natürlich wie immer sein müsst, ist Abonnent meines Kanals. Natürlich würde ich mich auch über einen netten Kommentar freuen, warum ihr denn gerade dieses Paketchen gewinnen sollt. Und über eine positive Bewertung würde ich mich auch freuen. Oh Gott, so viel. Nein, also ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück und es wird noch so viele Verlosungen in nächster Zeit geben. Und ja, ich verabschiede mich von euch. Bis dann.